Ja, moin Leute und willkommen bei einer weiteren Folge Ab ans Wasser. Ich habe heute wieder den Cookie im Schlepptau. Hallo. Und Cookie und ich, wir sind mittlerweile hier kurz vor der Forellenschonzeit und wir wollen heute nochmal versuchen für euch eine Bachforelle ans Band zu bekommen. Und der Cookie will versuchen, seine erste Esche zu fangen, oder? Ja, hoffentlich klappt das auch. Ich wollte gerade sagen, bist du guter Dinge? Ja. Ich auch, Leute. Das kriegen wir hin. Wir melden uns gleich. Wie ihr seht, wir müssen hier noch ein bisschen laufen, bis wir am ersten Spot sind, beziehungsweise bis wir überhaupt mal am Wasser sind. Bis gleich. So, wir sind am ersten Spot angekommen. Kurz nach Sonnenaufgang am Wasser. Und sagt's mir, ist das hier traumhaft schön? Oder ist das hier traumhaft schön? Ich bin guter Dinge, dass wir hier gleich den ersten Fisch am Band haben. Ich schneide mir fix die Actioncam um, beziehungsweise mache die Actioncam an. Und dann melden wir uns gleich hoffentlich mit dem ersten Fisch. So, die Actioncam ist an. Wir hoffen mal langsam auf die erste Forelle hier. Mal langsam, man wird auch gierig, ne? Keine 3 Minuten am Angeln. Ich angle hier gerade erstmal wieder mit einem kleinen Spinner. Einzelhaken dran, das ist hier Pflicht. Vielleicht muss ich aber auch gleich mal umsteigen auf Gummi, das Wasser ist äußerst klar. Man weiß gar nicht, wo man hier zuerst angeln soll. Hier sieht alles gut aus, ey. Oh, oh, da war Anfasser. Da hinten war der Wurzel. Hatte ich gerade einen. Komm, 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 komm. Nee, nee, den Fisch habe ich wohl gesehen. Einen Stein hing ich danach erst. Genau da. Jo, Fisch. Ein Barsch tatsächlich. Dankeschön. Aber deswegen sind wir nicht hier. So, Leute. Das ist natürlich nicht der Zielfisch. Wir wollen natürlich ganz gerne hier eine Esche oder eine Forelle fangen. Darum darf der kleine Barschi wieder schwimmen. Ihr habt es gesehen. Entschneidert habe ich mich. Allerdings mit so einem Mini-Barsch. Läuft ein bisschen schleppend bisher. Wir sind jetzt eine gute halbe Stunde am Angeln. Das war bisher der einzige wirkliche Kontakt. Ich glaube, ich hatte einmal direkt zu Anfang war schon einen Forellenkontakt. Aus dem ist nichts geworden. Naja, wir sind weiter guter Dinge. Da kommt schon noch Fisch. Bis gleich. Ah. Jo, Fisch. Oh, eine schöne. Oh, eine große Esche, eine große Esche. Jo! Nee, eine ordentliche Bachforelle.
Danke sehr, mein Lieber. Ich komme mal zu dir. Der Cookie füllt mich aber mit dem Handy. Vielen Dank dafür. Die erste Bachforelle des Tages. Die hat ein bisschen auf sich warten lassen, was? Meine Hände sind nass. Und ich befreie die gute mal gerade hier im Wasser vom Haken. Ist eine schöne. Schuppdiwupp. Gefangen auf dem Zweier Maps mit Einzelhaken da vorne in der Strömung. So kann es weitergehen. Oh, hier ist ordentlich Strömung und sau tief, ne? Ja, hier ist bestimmt 2 Meter tief. Ja, hier kommst du gar nicht an Grund mit den kleinen Spinnern. Guck mal, hier ist locker 2 Meter tief. Oh, Fisch, Fisch, Fisch. Ja, gute, 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 gute. Esche. Diesmal wirklich eine Esche. Oh. Jo, Petri, Dank. Oh, eine schöne Esche, Leute. Da freuen wir uns aber, oder? So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr könnt sie gut sehen. Oh, das ist ein flutschiges Teil. Die ersten Fische sind verhaftet. Der Cookie steht da vorne irgendwo. Ich glaube, man kann ihn gerade gar nicht so gut sehen. Der muss jetzt gleich auch noch einen Fisch fangen. Sonst habe ich ein schlechtes Gewissen. Ich bin zufrieden, Leute. Ich hätte jetzt eine ganz ordentliche Forelle, eine ordentliche Esche. Ich würde schätzen, beide so Mitte 30, roundabout. Und einen kleinen Barsch. Und ich mag das hier, ne? So kurz vorm Herbst, nochmal so einen richtig schönen Sommertag. Was mich heute wundert, wie extrem klar das Wasser ist. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Man sieht hier gerade überall den Grund und das auch an Stellen, wo es hier richtig tief ist. Und das sieht von hier oben aus, als wäre es 30 cm tief, ne? Es ist einfach komplett klar, das Wasser. So, Cookie, was meinst du? Fangen wir noch was? Ja, bestimmt noch ein paar. Ja? Mhm. Bist du noch guter Dinge? Ja. Ich hatte kurz eben Sorge, dass ich dich ein bisschen demotiviert habe. Nein. Eher das Gegenteil, ja? Ja. Sehr schön. Das wird schon gehen. Petri! Ich habe Cash am Start. Petri! Meine erste Forelle. Hände nass machen. So, hier ist die Schöne. Petri, mein Lieber. Jetzt vielen Dank. Schöner Fisch. Jo. Die ist auf jeden Fall noch zu klein, würde ich sagen. Mhm. Die darf weiter schwimmen. Ja, die darf weiter schwimmen. So, Leutchen. Die Hinrunde im Prinzip haben wir beendet. Wie ihr seht, wir gehen hier gerade schon gar nicht mehr am Fluss lang, sondern machen uns jetzt gerade auf den Rückweg und gehen hier so einen kleinen Feldweg. Und werden gleich an den Topstellen, die wir auf dem Hinweg hatten. Was heißt Topstellen? So die Stellen, wo wir dachten, da könnte was gehen. Oder wo wir vielleicht auch ein paar Kontakte oder Fische hatten. Da halten wir nochmal an. Und dann gucken wir, ob wir noch was Band kriegen. Ich muss sagen, war jetzt nicht überragend. Aber zufrieden sind wir, oder? Was meinst du? Ja, ne? Ja. Cookie sagt auch ja. Cookie hatte immer eine Bachforelle. Ich habe hier das Trio des kleinen Baches voll gemacht. Einen Barschi, eine schicke Esche und eine ganz hübsche Bachforelle. Aber was soll's? Einen Fisch will ich noch. So, Leute, ihr seht hier gerade live die letzten Würfe. Wir sind wieder quasi. Oh, da war Kontakt. Wir sind hier wieder am Start angekommen, haben jetzt auf den Rückweg tatsächlich nicht mehr allzu viel gefischt, weil wir echt kaputt sind. Und es ist tatsächlich auch einfach nicht mehr allzu viel passiert. Also viel Frequenz
war hier heute nicht. Ich hatte jetzt drei Fische, der guckt die ein. Dafür fand ich, waren die Größen allesamt ganz okay. Nichtsdestotrotz, Cookie, war ein schöner Angeltag, oder? Ja. Schön, fand ich auch. Und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt, ab ans Wasser. Reingehauen. Ciao, ciao.